Guten Abend. Ich begrüße Sie ganz. Haben Sie allen Platz? Mein Kollege sucht noch. Ja, ganz herzlich willkommen zu unserem zweiten Streitwert in diesem Jahr. Streitwert Politik im Dialog. Auch den zweiten Streitwert widmen wir dem Thema Köln. Und haben den Titel und haben jetzt die Veranstaltung Lessons Unlearned genannt zu den TV-Nachrichten in ARD und ZDF über die Silvesternacht 15/16 in Köln. Mein Name ist Ines Kappert, ich leite seit anderthalb Jahren das Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie. Die Veranstaltung findet auf Deutsch und auf Englisch statt. Wer möchte, kann sich noch da einen Kopfhörer besorgen. Es wird auch einen Mitschnitt für die Presse geben. Sie müssen also nicht selber, falls jetzt hier Medienvertreter sich finden, nicht selber mitschneiden. Wir stellen das gerne zur Verfügung und es gibt auch einen Livestream. Auch ein knappes Jahr danach steht fest, dass die Silvesternacht in Köln in 15/16 weitreichende Folgen hatte. Und das nicht zuletzt aufgrund der Art und Weise, wie über die Geschehnisse in dieser Nacht berichtet wurde, wie über sexualisierte Übergriffe berichtet wurde. Versetzen wir uns einen Moment zurück in den Januar, in den ganz frühen Januar diesen Jahres. Die Nachricht von den sexuellen Übergriffen auf Frauen in Köln, womöglich durch Geflüchtete, durch Nordafrikaner, galt in Deutschland mehrheitlich als Beleg dafür, dass die gerade erst im Sommer begonnene Willkommenskultur endgültig beendet sei, wenn nicht sogar insgesamt ein Fehler gewesen sei. Sie erinnern sich vielleicht, es wurde in den Leitmedien immer wieder die Frage gestellt, kippt die Stimmung? Wie lange halten die Deutschen die Willkommenskultur durch? Oder das, was als solche bezeichnet wurde. Und mit Köln war klar, jetzt ist das beendet. Jetzt ist die Stimmung gekippt. Am 29. Januar verkündete die Bundesregierung, dass man sich auf ein neues Asylpaket geeinigt habe. Erklärtes Ziel dieses neuen Asylpaketes war die Reduktion der Geflüchteten in Deutschland. Also nur einen Monat später wurden politische Konsequenzen gezogen. Entsprechend wurde in diesem Asylpaket der Zuzug von Familienangehörigen für Menschen, die bereits einen Flüchtlingsstatus in Deutschland hatten, für 2 Jahre ausgesetzt und zusätzlich Marokko, Algerien und Tunesien zu sogenannten sicheren Herkunftsländern erklärt. Auch Afghanistan gilt für uns seitdem offiziell als sicher. Genau diese politische Entscheidung, die aus den Geschehnissen, aus den gewalttätigen Geschehnissen in der Silvesternacht gezogen wurden, hat insbesondere für Frauen und Kinder zum Teil fatale Folgen, denn häufig sind ja die Männer zuerst nach Deutschland gekommen, in der Hoffnung, ihre Familien hierher bringen zu können. Gerade im Kontext Syrien hat diese Entscheidung zum Teil im buchstäblichen Sinne tödliche Folgen. Der Protest gegen eine weitere Aushöhlung des Grundrechts auf Asyl fiel klein aus. Umso größer war die Resonanz von rechts. Selbst Donald Trump, damals noch Präsidentschaftskandidat, nutzte die Gelegenheit, um an seine Millionen Twitter-Abonnenten zu appellieren, Zitat, Deutschland erlebt massive Angriffe auf seine Bevölkerung durch Migranten, die ins Land gelassen wurden. Silvester war ein Desaster. Think. Was tatsächlich in dieser Nacht vorgefallen ist, erfuhr die breite Öffentlichkeit trotz intensiver Berichterstattung erst nach und nach. Bis heute befasst sich ein Untersuchungsausschuss des Landtags in Nordrhein-Westfalen insbesondere mit dem damaligen Verhalten der Polizei, das einige Fragezeichen aufwarf. Die Führungskräfte der Polizei, so schreibt 6 Monate später, nämlich im Juni diesen Jahres, die Zeit in ihrer ausführlichen Nachrecherche, was wirklich geschah. Die Führungskräfte der Polizei erfahren erstmals gegen 1 Uhr, dass Frauen seit Stunden sexuell belästigt werden.
Mittlerweile warten 30 bis 50 Personen in dem kargen Raum der Polizeiwache. Waschbeton, schummriges Licht, Metallstühle. Einige Frauen sind aufgebracht, weil ihnen die Polizisten nicht geholfen haben. Andere weinen. Um 8.57 Uhr am 1. Januar diesen Jahres verschickt die Polizei die Pressemitteilung. Polizei Köln zieht Bilanz. Ausgelassene Stimmung, Feiern weitgehend friedlich. Zu diesem Zeitpunkt liegen der Kölner Polizei bereits mehrere Anzeigen vor. Die Leitstelle der Kölner Kriminalwache soll zudem am 1. Januar einen Anruf erhalten haben, in dem sie aufgefordert wurde, einen internen Bericht zu stornieren, in dem das Wort Vergewaltigung vorkam. Der bereits erwähnte Untersuchungsausschuss hat sich jetzt gerade in den letzten Wochen mit dieser Frage intensiv beschäftigt, ob es diesen Anruf gab, ob man Anrufe zurückverfolgen kann, und beißt sich da leider die Zähne aus. Das heißt, in dieser Frage konnte bislang keine Klärung geschaffen werden. Auch die Tatsache, dass eine mangelnde Absprache zwischen den Sicherheitsbehörden, insbesondere zwischen der Kölner Polizei und der Bundespolizei, sowie ein insgesamt fehlendes Sicherheitskonzept für die Silvesternacht zu eben jener unkontrollierten Situation führte, wurde en Detail wiederum erst von dem Zeitmagazin zum Thema gemacht. Das, womit sich ARD, TV, ARD und ZDF sowie die gesamten Leitmedien in den ersten Wochen beschäftigten, war die Herkunft der Täter. Sexualisierte Gewalt, das war das große Thema. Sexualisierte Gewalt wurde als Problem stilisiert, das von außen an die deutsche Gesellschaft herangetragen wurde. Fokus und das Wochenendmagazin der Süddeutschen Zeitung zeigten damals gleich an dem ersten Wochenende nach den Ereignissen Titelbilder, auf denen weiße Frauen von schwarzen Händen angefasst werden. Die Süddeutsche hat sich für dieses Cover entschuldigt, der Fokus nicht. Wie auch immer, diese Ikonografie hat einen Vorläufer in der Nazizeit, wo mit der gleichen Ikonografie schwarze Hand greift nach weißer Frau, weißer deutscher Frau, vor der Rassenschande gewarnt wurde und schöpft aus dem Repertoire der Kolonialzeit. Der Deutsche Juristinnenbund, genauso wie das feministische Aktionsbündnis Hashtag Ausnahmslos, meldeten sich bereits am 8. Januar mit einer Presseerklärung bzw. eben diesem Aufruf Hashtag Ausnahmslos zu Wort gegen sexualisierte Gewalt und Rassismus immer und überall. Jeweils forderten sie die lückenlose Aufklärung der Taten und kritisierten die rassifizierende Konzentration auf die Herkunft der Täter. Ihre Zwischenrufe allerdings fanden in der aufgeheizten Debatte relativ wenig Gehör. Hashtag Ausnahmslos kritisierte später auch, Zitat, dass mit dem geplanten Gesetzentwurf zur Änderung des Sexualstrafrechts auch eine Verschärfung des Aufenthaltsrechts und die Forderung nach einem kollektiven Straftatbestand für Gruppen einhergeht. Sie waren auch in den feministischen Szenen eine Ausnahmestimme. Insgesamt wo kam es zu zwei Verurteilungen wegen sexueller Gewalt. Wir haben also eine riesige Diskrepanz zwischen dem Medienthema und der tatsächlichen Verurteilung. Mit der vorliegenden Studie von Ricarda Drücke, die wir Ihnen heute Abend präsentieren wollen, versetzen wir uns zurück, just in die Zeit nach den Ereignissen. Also in eine Zeit, in der zunächst notwendigerweise Unklarheit darüber herrschen muss, was genau passiert ist. Natürlich können Medien direkt nach einem Ereignis nicht wissen, was passiert ist. Aber was folgt daraus? Welche Vorsichtsmaßnahmen folgen daraus? Welche Umgangsformen wären dann oder sind angebracht, gerade weil man nicht genau wissen kann, was passiert ist? Wir haben uns dazu entschieden, den Fokus auf ARD und ZDF zu legen und da eben auch nur auf die Nachrichtenberichterstattung, also zentral auf Tagesschau und Heute-Journal, weil wir uns einfach mal angucken wollten, was wurde eigentlich als Fakten präsentiert, wie weit wurde die Faktenberichterstattung schon eingefärbt mit Meinungen, das werden wir uns gleich ganz genau ansehen, oder eben auch nicht.
Meine Frage war, als ich mir überlegte, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem GWI, stimmt mein Eindruck eigentlich? Habe ich eigentlich recht damit, dass mir das alles von vornherein so rassistisch vorkam, oder habe ich, oder sozusagen projiziere ich rückwirkend etwas und übersehe eine Differenziertheit, weil sie am Ende untergegangen ist? Und natürlich haben wir uns auch auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk konzentriert, weil ja nun mal die Öffentlich-Rechtlichen einen besonderen Auftrag haben, Perspektivenvielfalt herzustellen und Diskriminierung zu vermeiden. Ja, und ich freue mich jetzt sehr, Ihnen die Autorin vorstellen zu können. Erlauben Sie mir, die eben auch jetzt gleich uns erstmal die zentralen Ergebnisse der Studie, die Herangehensweise, ihre Methodik erklären und präsentieren wird. Erlauben Sie mir eine Vorbemerkung. In der Einladung stand, dass wir auch VertreterInnen von ZDF und ARD dazu einladen werden. Wir haben uns dann dazu entschlossen, leider nachdem die Einladung schon draußen war, da waren wir ein bisschen spät in der Korrektur, das nicht zu machen, weil wir vermeiden wollten, dass jetzt hier einzelne VertreterInnen des öffentlichen Rundfunks in irgendeiner Weise für was gerade stehen müssen oder in die Verantwortung gezogen werden, wofür sie vielleicht gar nichts können, nur weil sie eben Teil des Apparates sind. Wir haben uns entschlossen, uns einfach genau anzusehen, ohne jetzt jemanden verurteilen zu wollen, was genau ist passiert, und uns heute Abend eben die Frage zu stellen, mit Ricarda Drüke und mit Melly Kiyak, die ich Ihnen gleich später noch vorstellen werde, die gleich später zu uns stoßen wird: Was sind eigentlich die Hürden, was sind die Herausforderungen bei so einer Berichterstattung, und wie können wir es besser machen? Ricarda Drüke. Vielleicht magst du hochkommen. Ricarda Drüke ist Assistenzprofessorin an der Universität Salzburg im Fachbereich Kommunikationstheorien und Öffentlichkeiten. Ihre Lehr- und Forschungsschwerpunkte sind die Online-Kommunikation, Öffentlichkeitstheorien, Inklusion und Exklusion in und durch Medien und die Gender Studies. Ricarda Drüke hat 2013 eine Monographie veröffentlicht mit dem Titel Politische Kommunikationsräume im Internet zum Verhältnis von Raum und Öffentlichkeit. Diese Monographie ist im Transkriptverlag erschienen. Und aktuell ist ihr Habilitationsprojekt, beschäftigt sich mit dem Thema Medien und Widerstand. Das finden wir natürlich auch sehr interessant. Und sie ist auch Mitbegründerin des Projektes Künstlerische und kulturelle Interventionen in Migrationsdiskursen, was sie gemeinsam mit Elisabeth Klaus und Anita Moser macht. Ricarda, stell uns mal die Analyse vor. Ja, vielen Dank. Nein, ich hab so oft besprochen. Wollte ich gerade was sagen und darf ich nicht weiter. Und ich habe es vergessen. Ich möchte Sie um das Publikum was bitten. Und zwar finden Sie auf Ihren Tischen finden Sie Zettel, weiße Zettel, und Sie finden Stifte. Und wenn Sie mögen, finden Sie sich doch mit einem Ihrer Nachbarn zusammen, vielleicht zu zweit, und überlegen Sie kurz, was ist eigentlich bei Ihnen so, wenn Sie zurückdenken an die Berichterstattung, was war eigentlich so das, wo Sie gedachten, hoppla, was passiert hier, was hat sich bei Ihnen im Gedächtnis eingebrannt, was hat Sie überrascht? Vielleicht, wenn Sie einfach einen Stichpunkt oder zwei Stichpunkte auf die Karte schreiben. Wir werden diese Karten dann einsammeln und ein bisschen aussortieren und das dann wieder zurück ins Publikum spiegeln. Sie hätten jetzt dafür 5 Minuten Zeit. Es beginnt immer gleich mit Arbeit. Politische Bildung ist Arbeit. Ich lasse da liegen, das passt schon. Ja.
Ich habe den Eindruck, so langsam sind fast alle Zettel abgegeben, eingesammelt, richtig? Gut, Ricarda, dann darf ich dich nochmal bitten, uns die Studie vorzustellen. Ja, ich freue mich, heute hier sein zu können und die Studie vorzustellen und jetzt, wo ich auch das Mikro bekommen habe und auch reden darf, umso mehr. Nun ein paar Vorbemerkungen. Also ich werde nicht eine Chronologie der Ereignisse geben und nicht über das sprechen, was wir jetzt wissen. Also was vorher auch schon Ines erwähnt hatte, was beispielsweise in der Zeit angesprochen würde, was wirklich geschah. Sondern ich möchte den Blick richten auf die mediale Rahmung der Vorkommnisse der Silvesternacht in Köln in der unmittelbaren Berichterstattung in den ersten Tagen danach. Deutlich werden soll so, wie darüber berichtet wurde und welche Faktoren als relevant in der Berichterstattung gesetzt wurden. Deutlich werden soll damit auch, wie eine bestimmte Deutung der Ereignisse schon in dieser frühen Berichterstattung angelegt war. Und Medien deswegen, weil Medien bilden eine wichtige Ressource für die Wahrnehmung und Interpretation von gesellschaftlichen Konflikten, Widersprüchen und Machtverhältnissen. Sie haben einen entscheidenden Einfluss darauf, welche Themen Alltagsgespräche beherrschen und innerhalb welcher Rahmungen diese Themen dann auch verhandelt werden. Gleichzeitig haben Medien auch eine Kritik- und Kontrollfunktion. Das heißt, sie sollen die Verlautbarungen von Legislative, Exekutive oder auch Judikative kritisch prüfen und auch durch weitere Meinungen und Positionen ergänzen. So ist ein wichtiger Punkt in den als Pressekodex bezeichneten publizistischen Grundsätzen des Deutschen Presserates die Vermeidung von Diskriminierungen. Und das gilt eben insbesondere für die öffentlich-rechtlichen Medien wie eben auch ARD und ZDF, die ja im Fokus der Untersuchung standen. JournalistInnen produzieren immer wieder neue Themen und berichten über Ereignisse, doch passiert dies nicht in einem luftleeren Raum. Es gibt etablierte Muster und Deutungen, Routinen der Berichterstattung, Kontinuitäten, Wissensvorräte, an die angeknüpft wird und innerhalb dieser werden eben gesellschaftliche Verhandlungen auch medial durchgeführt. Medien stellen dabei, wie eben auch Politik und Alltag, eine Diskursebene dar. Und diese Diskursebenen vermischen sich, etwa wenn PolitikerInnen Medieninterviews geben, und sie beeinflussen sich gegenseitig. Dennoch sind Medien als Diskursebene prägend. Medien bringen durch ihre Darstellung eine spezifische Sicht auf die soziale Welt hervor. Und wie solche kulturellen Deutungen in den Medien sich festschreiben und Narrative festigen oder auch erzeugen, bestimmte Diskursmuster anbieten, möchte ich anhand zweier Beispiele aufzeigen. Zunächst mal dieses Wahlplakat, an das Sie sich wahrscheinlich alle noch erinnern können, zum Berliner Abgeordnetenhaus. Als ich im Mai in Berlin war, weckte das gleich eine bestimmte Assoziation bei mir. Wir sehen 5 weiße, blond oder dunkelblonde Frauen und Männer auf diesem Plakat. Die 3 Frauen werden durch die Komposition hervorgehoben. Laut Aussage des Plakats wollen sie sicher feiern. Sicherheit, und so zeigen auch beispielsweise theoretische Ausarbeitungen von Judith Butler oder Giorgio Agamben, wird in den letzten Jahren in den Diskursen zunehmend an Fragen der Migration und Flucht verhandelt. Darüber hinaus werden bei diesem Plakat nicht weiße Menschen bildlich ausgegrenzt. Und man könnte auch sagen, durch die Überschrift wird vielleicht zusätzlich ihre Abwesenheit auch als Versprechen von Sicherheit impliziert. Das Motiv ruft bei uns eine bestimmte Erinnerung auf und es bezieht sich auf ein bestimmtes Narrativ, das eben spätestens seit Januar sich in der medialen Debatte verfestigt hat. Noch expliziver wird diese Anrufung im nächsten Beispiel. Also letzte Woche wurde in den Salzburger Medien die Absage der Salzburger Silvesterfeierlichkeiten bekannt. Eine Feier, die seit Jahren Tausende von TouristInnen in die Salzburger Altstadt lockt. Und auf der Online-Plattform der Zeitung Österreich äußerte sich die Vorsitzende des Salzburger Altstadtverbandes über die Gründe. Sie sagte, ich möchte nicht Veranstalterin einer Feier sein, bei der es zu sexuellen Übergriffen kommt. Also dieses Herz, was man dann noch über dem Dom erkennen kann, führt also in die Irre. Es wird davon ausgegangen, prophetisch fast, dass es bei einer kommenden Silvesterfeier zu sexualisierten Übergriffen kommen kann. Silvester, nicht irgendein Dorffest, nicht womöglich sogar das Münchner Oktoberfest, sondern es ist ein bestimmtes Datum, das sich als in einem bestimmten Narrativ verfestigt, als ein Ereignis, wo sexualisierte Gewalt stattfinden kann. Das heißt, neben der Zuweisung einer bestimmten Hautfarbe, wie im ersten Beispiel, an das sicher feiern, wird die Sicherheit bei dieser Art der Berichterstattung an ein bestimmtes Datum gebunden.
Und damit leite ich auch über zu der Vorstellung der Studie über die TV-Nachrichtenberichterstattung in ARD und ZDF in den ersten Tagen nach den Vorfällen in Köln. Die Ausgangsfrage der Studie waren, dass ich mich gefragt habe, also wie wurde zunächst über diese Vorkommnisse berichtet? Welche Themen werden angesprochen? In welchem Kontext werden die Themen gesetzt? Des Weiteren auch, wer darf sprechen? Also wer bekommt eine Sprechposition? Welche Äußerungen werden in den Medien zitiert? Und des Weiteren, weil es eben Fernsehnachrichten sind, auch, wie werden visuelle Stilmittel eingesetzt? Untersucht, und das hat Ines auch schon gesagt, waren das die Nachrichtensendungen der öffentlich-rechtlichen Sender, ARD und ZDF, dabei die Hauptnachrichtensendungen, Tagesschau, Tagesthemen, Heute und Heute-Journal, und des Weiteren haben wir noch Morgenmagazin hinzugenommen, sowie die Sondersendungen, die in dem Zeitpunkt gesendet wurden. Insgesamt eben knapp 100 Sendungen, die Teil der Analyse waren. Ich habe diese Sendungen mithilfe einer quantitativen und qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet, um eben zum einen AkteurInnen, Themen, aber auch des Weiteren narrative Diskursmuster und so weiter erfassen zu können und damit auch weitergehende Kontextualisierungen dieser Ergebnisse zu gewährleisten. Auf dieser Folie sehen Sie den Verlauf der Berichterstattung, also auf der Y-Achse die Häufigkeit, also wie viele Sendungen jeweils zu diesem Zeitpunkt kamen. Der Zeitpunkt ist auf der X-Achse vermerkt. Und man sieht eben, dass es bestimmte politische Ereignisse sind, die natürlich auch eine erhöhte Medienberichterstattung nach sich gezogen haben. Das interne Dokument der Polizei wird bekannt, da wurde dann viel drüber berichtet. Die Versetzung des Kölner Polizeipräsidenten in Ruhestand beispielsweise auch. Was ich aber schon vorweggenommen habe, und das werde ich auch gleich noch ausführlicher darlegen, ist, welche Diskursstränge auch in der Debatte wann eingetreten sind und welche dies vor allen Dingen in der Mehrheit waren. Zunächst, und da sehe ich, da fehlt ein Wort, ich habe das mit meinem Mac gemacht und wahrscheinlich ist das jetzt sozusagen das Problem mit den Folien, Debatte um die Herkunft der mutmaßlichen Täter. Sollte das heißen, dann die zweite Debatte, es geht eben darum, um eine Abgrenzung unserer Werte von den als anders wahrgenommenen Werten oder von den anderen, also eine Kulturalisierung der Debatte. Und das oben, was man fast gar nicht mehr ganz erkennen kann, ist die Debatte um die politischen Konsequenzen, die eben ab dem dritten Tag der Berichterstattung stark wurden. In dem, was jetzt folgt, möchte ich Ihnen diese drei Diskursstränge im Einzelnen vorstellen. Also zunächst zu dem Diskursstrang über die Tatverdächtigen. Dabei habe ich untersucht, welche Bezeichnungen und Nennungen der Herkunft sich in den Nachrichtenbeiträgen finden. Und Sie sehen auf dieser Folie, also es wurden vor allen Dingen Bezeichnungen verwendet, also allgemein Männer, das kam am häufigsten vor, aber es wurden eben auch Bezeichnungen verwendet wie Flüchtling, Asylsuchende, Asylbewerber, Ausländer und Migranten. Durch diese Bezeichnungen wird eine bestimmte Gruppe konstruiert, von der die sexualisierte Gewalt ausgegangen sein soll. Gerade die häufige Nennung von Asylsuchender oder Asylbewerber und Flüchtling zeigen, dass hier auf eine bestimmte Migrantengruppe Bezug genommen wird und mit dieser eine Unsicherheit bzw. Bedrohung verbunden wird, die, und das zeigen auch bereits andere Studien, in den Narrativen der Medienberichterstattung im Herbst 2015 über Geflüchtete in Deutschland bereits angelegt war. Die Herkunft der Tatverdächtigen wird zwar in mehr als der Hälfte der Beiträge nicht explizit benannt, allerdings wird auf der anderen Seite in 32% der Beiträge auf die vermutete Herkunft hingewiesen. Es sind weniger einzelne Länder als vielmehr geografische Regionen, in denen die Tatverdächtigen verortet werden, vor allem im arabischen und oder nordafrikanischen Raum. Diese Verortung verfestigt sich später auf weiteren Diskursebenen. In den Nachrichtenbeiträgen erfolgt durch diese Verbindung von einer vermuteten Straftat mit der Herkunft eine Ausgrenzung, denn der Pressekodex besagt eigentlich, dass JournalistInnen auf die Nennung der Herkunft verzichten sollen, wenn die Straftat in keinem direkten Zusammenhang zur Herkunft steht. Hier wird also früh ein Diskursstrang begründet, nämlich, dass die Vorfälle nur in diesem Zusammenhang gelesen werden können oder in dieser Verbindung gelesen werden können. Insbesondere ab dem zweiten Tag der Berichterstattung rückte die Herkunft der Tatverdächtigen in den Mittelpunkt. Zitiert werden dabei zumeist VertreterInnen der Polizei, die Gruppen junger Männer, nordafrikanisch und oder arabisch aussehend, als tatverdächtig benennen.
Zu Beginn kommen auch noch andere Stimmen zu Wort. Also die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker weist beispielsweise darauf hin, dass es keine Hinweise gäbe, dass Flüchtlinge unter den Tätern seien. Dennoch verfestigt sich dieser Diskursstrang. Denn bereits am 5. Januar spricht das ZDF von einer No-Go-Area, denn, so der Moderator, alle Warnungen vor dem Fremden haben sich erfüllt. Damit werden in der Medienberichterstattung die Tatverdächtigen schnell zu einer homogenisierten Tätergruppe. Durch diese Verortung von sexualisierter Gewalt außerhalb unserer Gesellschaft wird ein wichtiger Baustein für die Debatte geliefert, die auf weiteren Diskursebenen dann Sexismus und sexualisierte Gewalt an einen bestimmten anderen Kulturkreis band. Auch in den Nachrichtenbeiträgen wird diese Lesart gestützt. Beispielsweise illustriert es ein Zitat eines Vertreters der Polizei, der eben sagt, diese Form von Gewalt kannten wir hier bisher nicht. Also wir und hier wird sozusagen durch solche Zitate betont. Als Beleg für die Herkunft der Tatverdächtigen wird im Verlauf der Berichterstattung auf einen handgeschriebenen Zettel hingewiesen, der in mehreren Nachrichtenbeiträgen gezeigt wird. Dieser Zettel wurde bei einem arabischstämmigen Verdächtigen gefunden, so der Aufton des Nachrichtenbeitrags. Auf diesem werden in arabischer und deutscher Sprache anzügliche Bemerkungen und Drohungen aufgelistet. Und dies ist übrigens einer der wenigen Belege, die angeführt werden in diesen untersuchten Nachrichtenbeiträgen. Dementsprechend ist auch ein weiterer Diskurs stark. Die Beschreibung zur Herkunft der Tatverdächtigen führt in der öffentlichen medialen Debatte zu den Forderungen nach den Konsequenzen, die aus diesen Vorkommnissen gezogen werden müssen. Vorherrschend sind vor allem Forderungen mit Fragen des Asylrechts und der Ausweisung von straffällig gewordenen Migranten und Geflüchteten in Verbindung stehen, beziehungsweise wo eine Verbindung hergestellt wird. Bereits am 5. Januar werden in den Nachrichtensendungen Forderungen nach Abschiebung geäußert. In der Summe werden folgende Forderungen am häufigsten genannt: schnelle Ausweisung von straffällig gewordenen Geflüchteten, eine allgemeine Verschärfung der Asylgesetze sowie schnellere Strafverfahren für straffällig gewordene Ausländer. In diesem Zusammenhang wird beispielsweise Angela Merkel zitiert, die darauf hinweist, dass das Gastrecht auch verwirkt werden könne, oder auch der SPD-Vorsitzende Gabriel, der relativ schnell am zweiten Tag der Berichterstattung vorschlägt, dass ja auch die Strafe im Heimatland abgesessen werden solle. Mehr Polizei bezieht sich auf mehr Polizeipräsenz im öffentlichen Raum. Auch das ist eine Forderung, die häufig geäußert wird. Denn, so ein ARD-Korrespondent, neben der Willkommenskultur geht es jetzt verstärkt um die Sicherheit der Menschen in Deutschland. Eine Überarbeitung des geltenden Sexualstrafrechts oder des damals geltenden Sexualstrafrechts, das ja seit Jahren diskutiert wurde, wird nur in 3,1% der Beiträge angesprochen. Die damit verbundene notwendige Diskussion, vor allem über juristische Regelungen, fehlte in der medialen Debatte damit fast vollkommen. Und vor allem lassen die Forderungen nach den Konsequenzen ein Othering deutlich werden. Othering beschreibt den Prozess, die eigene Gemeinschaft positiv hervorzuheben, indem etwas anderes als fremd klassifiziert wird und damit als bedrohlich markiert wird. Sexualisierte Gewalt wird mit einer bestimmten Gruppe, die durch eine gemeinsame Herkunft als homogen erscheint, verbunden. Sexualisierte Gewalt wird so kulturalisiert und nicht als Teil der eigenen Gemeinschaft verstanden. Diejenigen, die zu dieser imaginierten Gemeinschaft gehören, werden eben als frauenfreundlich gekennzeichnet, während die anderen als sexistisch oder frauenfeindlich stigmatisiert werden. Und wenig Raum erhalten in diesem Diskursstrang, in den untersuchten Nachrichtenbeiträgen, andere Positionen, die eben auf solche Zusammenhänge auch hinweisen. Also in einem Nachrichtenbeitrag kam Anna Witzorek zu Wort, die auch genau das thematisiert hat. Doch wie kommt es zur Rahmung dieser Vorfälle? Also warum überwiegen bestimmte Deutungen über die Herkunft der mutmaßlichen Täter? Warum werden so schnell damit asylrechtliche Konsequenzen verbunden? Und dies hängt vor allen Dingen damit zusammen, wer im Mediendiskurs eine Sprechposition erhält. Sprechpositionen nehmen diejenigen ein, die in den Beiträgen zitiert werden bzw. zu Wort kommen. Dadurch erhalten sie die Möglichkeit, Ereignisse in einen bestimmten Kontext zu setzen. Studien zur Nachrichtenberichterstattung in Print und Fernsehen haben aufgezeigt, dass darin zumeist PolitikerInnen, Exekutive und Strafverfolgungsbehörden zu Wort kommen. Ihnen wird im Mediendiskurs die meiste Glaubwürdigkeit zugesprochen. Auch in der Berichterstattung über Köln gab es eine Konzentration auf wenige AkteurInnen. Als kompetent und legitim wurden vor allem, und das sehen Sie auf der Folie, PolitikerInnen und VertreterInnen der Polizei
angesehen, die eben in 71% der Beiträgen zitiert wurden, beziehungsweise in knapp der Hälfte der Beiträge. Das heißt, diese Akteurinnen rahmen die Vorfälle der Kölner Silvesternacht medial. Weitere Personen und Akteursgruppen kommen in Nachrichtenbeiträgen nicht im selben Ausmaß zu Wort. Gerade auch zum Beispiel Aussagen von Opfern oder von Zeuginnen wären vor allem deswegen wichtig, um Informationen über die Tat und nicht lediglich über die Tatverdächtigen zu erhalten. Auch Kontextualisierungen solcher Debatten, wie es eben durch Wissenschaftlerinnen, Expertinnen und so weiter möglich wäre, ist auch nicht im gleichen Ausmaß gegeben, wie auf andere, also auf Politik und Exekutive zurückgegriffen wird. Das heißt also, die Deutungsmacht über die Ereignisse behalten Exekutive und Politik. Und das führt natürlich zu einer bestimmten Verhandlung der Vorfälle oder der Vorkommnisse von Köln und damit auch zu einem bestimmten Narrativ oder zu bestimmten Diskursmustern, die sich festigen. Noch zu den visuellen Mitteln, also visuelle Bilder, insbesondere durch das Fernsehen vermitteln, sind ja ein wichtiger Bestandteil unserer Medienkultur. Und die Silvesternacht in Köln konstruiert sich dementsprechend auch über die medial vermittelten Bilder. Und diese Bildsprache, das sehen Sie hier an diesen Screenshots, die aus vier Handy-Videos zeigen, die in einem Großteil der untersuchten Nachrichtenbeiträge gezeigt worden, um auf diese Ereignisse hinzuweisen, die Vorfälle hinzuweisen. Das sind Screenshots aus diesen Handy-Videos und also jetzt nicht so eine schlechte Qualität hier auf den Folien, die sind wirklich einfach schlecht. Die sind bei Nacht aufgenommen worden, es ist verwackelt, es ist dunkel, es sind einfach Menschenmengen da drauf zu sehen und es ist eigentlich sehr, sehr wenig zu erkennen. Und dennoch wird durch den Text, der dabei gesprochen wird, eine bestimmte Bedrohung und Unsicherheit evoziert. Man könnte das in einer anderen Lesart auch einfach als eine fröhlich feiernde Menge zu Silvester in Köln lesen, aber dadurch, dass eben gesagt wurde, hier ist es passiert, in der Dunkelheit geschahen die Taten, bekommen diese Bilder eine Bedrohlichkeit. Und Screenshots aus diesen Handyvideos dienen eben auch als Hintergrundbild für die Anmoderation. Und auch hier sieht man wieder nur so, es sind Menschenmengen, die von hinten aufgenommen worden sind, was natürlich auch mit dem Schutz von Persönlichkeitsrechten zu tun hat in den Medien. Also einzelne Personen sollen auch nicht hervorgehoben werden, aber dennoch vermittelt das eine bestimmte Bildsprache, also eine anonyme Menge, die von hinten aufgenommen wird, hat eine bestimmte Bildsprache und das schließt auch so ein bisschen daran an, was auch ab dem zweiten oder dritten Tag dann in der Medienberichterstattung stark wurde, dass vom organisierten Verbrechen, teilweise organisierter Kriminalität gesprochen wurde, wo eben sozusagen auf diese Massen rekurriert wurde. Bei all diesen Bildern entsteht sozusagen die Kontextualisierung der Bilder erst durch den gesprochenen Text. Die Bilder bleiben also in ihrer Bedeutung abhängig von der sprachlichen Aussage. Damit entsteht eine sogenannte Text-Bild-Schere, eine Schere zwischen dem Dargestellten und dem Mitgeteilten. Es verbinden sich Bilder und Deutungsmuster und diese verdichten sich durch die ständigen Wiederholungen und durch diese begleitenden Berichte, die die Deutung vorgeben. Dies alles führt, und damit komme ich zu einer kurzen Zusammenfassung, zu einem Diskursmuster, was in dieser Nachrichtenberichterstattung eben vorherrschend war. Es ist zum einen diese Verschränkung von Rassismus und Sexismus, die es ist nicht verwunderlich, aber es ist eben auch nochmal durch diese Studie deutlich geworden, die von Beginn an angelegt war in den Berichten und die auch von Beginn an eine Rolle spielte, dass eben auf die Herkunft Bezug genommen wurde, auf die mutmaßliche Herkunft und auf den Status der mutmaßlichen Täter. Das heißt, es gibt ein Diskursmuster, das auch im weiteren Verlauf die öffentlich-mediale Debatte prägte und anschlussfähig ist an bisherige Debatten oder bisherige mediale Debatten um Migration. Diese Verschränkung von Rassismus und Sexismus ist eben auf dieser Ebene des medialen Diskurses angelegt. Als nationales Merkmal gilt Gleichstellung und wird damit einmal mehr als ein Selbstverständnis europäischer Gesellschaften konstruiert. Ein orientalisierender Blick, der bestimmte Migrationsgruppen mit patriarchalen Vorstellungen verbindet, schließt an tradierte Wissensvorräte an. Dadurch wird es möglich, ethnisch Markierte mit einer problematischen Sexualität zu diskutieren. Gleichzeitig wird die als eigen konstruierte Kultur als emanzipatorisch und modern von den anderen, die als rückständig konstruiert werden, abgegrenzt.
Des Weiteren möchte ich noch auf ein paar Leerstellen hinweisen, die in der medialen Debatte ersichtlich wurden. Es ist ja deutlich geworden, dass die Perspektive vor allen Dingen auf den Tatverdächtigen liegt und weniger auf den Opfern. Also die Perspektive der Opfer wird sehr, sehr selten einbezogen und wir erfahren aus der TV-Berichterstattung wenig über sie. Das führt auch dazu, dass dann auch Auswirkungen sexualisierter Übergriffe auf Frauen selten thematisiert werden. Und des Weiteren bleibt als Leerstelle die Kontextualisierung sexualisierter Gewalt als gesamtgesellschaftliches Phänomen. So finden sich Forderungen nach staatlicher Repression, aber kaum Thematisierungen der gesellschaftlichen Verhältnisse, die männliche Machtpositionen absichern und strukturelle Ungleichheiten festigen. Damit erscheinen die Vorkommnisse der Silvesternacht als singuläres Ereignis, das durch eine spezifische Gruppe an einem spezifischen Ort bedingt wurde und stattgefunden hat. Mit einem kurzen Resümee möchte ich schließen. Also natürlich sind gesellschaftliche Debatten komplex. Aber auch traditionelle Medien haben die Aufgabe, diese Komplexität abzubilden. So haben Medien eine Verantwortung dafür, aufmerksam mit Fragen von Diversität und Differenz umzugehen. Viele JournalistInnen stellen sich auch dieser Aufgabe und weitere Medien neben den untersuchten öffentlich-rechtlichen Sendern haben weitere Akzente in der Debatte gesetzt und teilweise auch eine eigene Agenda vorgeschlagen. Allerdings sind im journalistischen Feld nach wie vor Nachrichtenfaktoren wirksam, die sich an bestimmten Ereignissen orientieren, weitere Perspektiven oft ausblenden und kurzfristige Aufmerksamkeiten generieren wollen. Und da spiegelt sich auch in Teilen die Krise der traditionellen Medien in der Berichterstattung wider. Dennoch lässt sich einmal mehr fordern, dass auch auf der Ebene des Mediendiskurses es wichtig ist, vielfältige Positionen zu berücksichtigen, also nicht nur Verlautbarungen der Exekutive und der Politik einzubeziehen, sondern weitere Positionen hinzuzunehmen und Hintergründe zu beleuchten. Natürlich ist auch die gesellschaftliche Verantwortung in öffentlich-medialen Debatten nicht alleine Aufgabe von JournalistInnen, sondern Aufgabe der gesamten Gesellschaft. Dialoge können einen Beitrag zu einer gesellschaftlichen Verantwortung aufzeigen und einen kritischen Blick auf Deutungen und tradierte Wissensbestände entwickeln. Und dabei gilt es auch immer wieder, eigene Rassismen und Sexismen zu hinterfragen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Ricarda, ganz herzlichen Dank für diesen ersten, oder was heißt also für die Zusammenfassung der Studie. Als ich dir jetzt gerade nochmal zugehört habe, dachte ich ja so ein bisschen, eigentlich all das, womit ich gerechnet habe, hat sich bestätigt. Das ist ja so ein bisschen langweilig. Hast du was gefunden, womit du nicht gerechnet hast, wo du sozusagen aus dem Bestätigungsmodus der Erwartungshaltung rausgehen konntest? Okay, ja, ich habe auch schon gedacht, eigentlich ist es ja sozusagen langweilig, weil es gar nichts Neues ist. Es ist das, was wir erwartet haben, was dabei rausgekommen ist. Aber es hat mich trotzdem nochmal erschreckt, dass es rausgekommen ist, weil ich ja immer auch noch dachte, so, naja, es ist vielleicht sozusagen meine spezifische Sicht auf die Nachrichten, die ich höre, auf die Zeitungsberichte, die ich lese, dass ich sozusagen vielleicht einfach auch ausblende, was sonst noch irgendwie berichtet wird. Aber durch die quantitative Analyse zeigt sich eben, dass das alles bestätigt ist. Was natürlich immer noch sozusagen, wo andere Deutungen möglich sind, das merkt man daran, wenn andere Personen zu Wort kommen. Ich habe das Beispiel Anne Wizurek gesagt, die hat eben auf diese Verschränkung von Rassismus und Sexismus hingewiesen. Im Morgenmagazin war eine Sendung, wo eben Opfer, also anonym befragt worden, aber auch dadurch kamen weitere Perspektiven hinzu. Und das ist, glaube ich, das, was das zeigt. Es ist wichtig, nicht nur sozusagen auf Politik und Exekutive als Quellen in der Berichterstattung zurückzugreifen. Würdest du denn sagen, dass jetzt diese Konzentration auf Exekutive und Judikative sich auch daraus erklärt, weil wir haben es ja jetzt hier nicht mit Meinungsbeiträgen zu tun, sondern mit Nachrichtenberichterstattung. Und das ist sozusagen Faktum. Und wenn man jetzt Betroffene zu Wort kommen lässt, dann ist das ja vielleicht Meinung. Ist das ein Erklärungsansatz, der die Konzentration erklärt? Es ist bestimmt ein Erklärungsansatz. Und das erklärt natürlich auch das, warum bestimmten Quellen innerhalb des Mediensystems mehr Glaubwürdigkeit zugesprochen wird. Und das ist natürlich irgendwie Behörden, Polizei und so weiter, die haben eine hohe Glaubwürdigkeit. Deswegen wird
in der Informationssendung auf die zurückgegriffen. Aber ich glaube trotzdem, dass es auch was ist, was man überdenken muss, weil das haben wir auch in anderen Fällen gesehen. Also wenn man jetzt beispielsweise an die Berichterstattung zu den NSU-Morden denkt, auch da wurde auf Exekutive, auf Strafverfolgungsbehörden zurückgegriffen in der Rahmung dieser Ereignisse. Und im Nachhinein wissen wir, welche Stimmen alle nicht gehört wurden. Die alle, also es wurden keine Zeuginnen, wurden weniger Glaubwürdigkeit zugesprochen, dem Umfeld der Opfer, der Ermordeten und so weiter. Und im Nachhinein wissen wir, dass das sozusagen dann die ganz falsche Schlussfolgerung daraus gezogen wurde. Deswegen würde ich eben dafür plädieren, dass auch, klar, ich weiß sozusagen, dass Medienberichterstattung funktioniert auf eine bestimmte Art und Weise, aber ich glaube, dass es dennoch wichtig ist, auch einmal mehr zu hinterfragen, ob man nicht doch noch weitere Perspektiven mit hinzunehmen sollte, gerade wenn es auch um diese Themen geht, wo es eben nicht nur einfach eine Nachricht ist, die gesendet wird. Ja, zumal es ja zum Beispiel auch ein Faktum gewesen wäre, dass Frauen, die von Gewalt betroffen wurden, also keinen Schutz durch die Polizei bekommen haben. Das ist ja auch Teil des Faktums. Ich denke, wir haben ganz herzlichen Dank jetzt erstmal für diesen Teil. Die zentralen Punkte sind benannt worden. Keine Meinungsvielfalt, keine Perspektivenvielfalt. Stattdessen Konzentration auf Polizei und Judikative. Und wir haben, das habe ich ja auch kurz in der Einleitung gesagt, erst im Nachgang, wenn also sozusagen auch jenseits der breiten Öffentlichkeit, wird das Verhalten der Polizei vermehrt untersucht oder genauer untersucht. Das ist aber dann nicht mehr Teil der Medienerzählung. Das ist dann sozusagen, das wird dann darüber zum Teil eines Spezialdiskurses, was natürlich auch zu Problemen führt.